Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, an der Stelle auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön an das Haus für den Haushalt 2017, verbunden mit dem Dank an die Ministerin und auch die besten Genesungswünsche. Ich bedanke mich auch bei den Berichterstattern, bei den Berichterstattern aller Fraktionen, ganz besonders am heutigen Tag bei Annette Hübinger, unserer Haushaltsberichterstatterin, weil die Annette nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren wird, hat sie angekündigt, und deswegen es sicherlich heute ihr letzter Haushalt sein wird und ist. Und liebe Annette, sowohl als Haushaltsberichterstatterin als auch früher als Fachpolitikerin war es immer super schön, angenehm und sachlich mit dir zusammenzuarbeiten. Ein herzliches Dankeschön an dich. Es ist heute eine besondere Debatte, weil es die letzte in dieser Legislatur ist. Es ist aber aus der Sicht der Unionsfraktion auch eine, wo wir jetzt seit 2005 auf 11 Jahre zurückschauen und ein Stück auch im zeitlichen Horizont schauen, welche Prinzipien, welche dominanten Elemente und Bausteine haben wir umgesetzt. Und das möchte ich in dieser Debatte ein Stück über die aktuelle Situation des Haushalts 2017 hinaus machen und auch ein Stück in die Zukunft schauen. Wir haben als Unionsfraktion, als Fachpolitiker seit der Klausur im Frühjahr ein Ideenpapier 2018 entwickelt, das inzwischen 40 Seiten hat und sich tagtäglich weiterentwickelt und wo wir als Fachpolitiker unsere Vorstellungen darlegen, wie wir in den nächsten Jahren auch den Bereich gestalten wollen. Zu den Schwerpunkten, zu den drei prägenden Merkmalen und Bausteinen gehört erstens natürlich der prägende Baustein, dass wir einen massiven finanziellen Aufwuchs im Forschungs- und Bildungsbereich haben. Die Zahl ist genannt. Im BMBF-Etat seit 2005, ich nehme jetzt den langen Zeithorizont, seit wir an der Regierung sind, ist er gestiegen von 7,5 Milliarden auf 17,6 Milliarden. Das heißt, nicht nur verdoppelt, sondern eine Steigerung um 133%. Ich finde das ein herausragendes Ergebnis. Und verglichen mit anderen Ländern, mit anderen Staaten weltweit, aber auch mit den Bundesländern. Zunächst der Vergleich mit den USA, dem Maßstabsland, wenn es um Innovationskraft geht. Und in der Tat, die USA forscht auf sehr, sehr hohem Niveau, auch was die Finanzausstattung betrifft. Richtig ist aber auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die Ausgaben im Bundeshaushalt der USA von 2005 bis 2016, also selbige Zeitraum, um 13 Milliarden gesunken sind und nicht gestiegen. Das heißt, fast 10% gesunken. Bei uns um 133% gestiegen, in den USA um 10% gesunken. Und deswegen ist es schon eine klare Ansage, wenn wir bei Gesprächen mit Wissenschaftlern in den USA erfahren, dass sie sagen, wir können in den USA sehr gut forschen, hohes Niveau, aber dass sie mit Neid und Bewunderung nach Deutschland schauen und sagen, die Dynamik, die ihr habt, haben wir bei uns nicht. Ich glaube, das ist etwas, was uns ermutigen kann. Der Vergleich mit den Bundesländern. Und jetzt nur den Bildungsbereich. Und Frau Gohlke, Sie sagen ja, wir machen nichts für die Bildung. Der Vergleich mit den Bundesländern, die originär für die Bildung zuständig sind, haushalterisch, 2005 bis 2015, eine Steigung im Bundeshaushalt um 112%. Das ist Ihrer Meinung nach nichts. 112% Steigerung ist nichts. Und diejenigen, die originär dafür zuständig wären, die Bundesländer, im selbigen Zeitraum lediglich eine Steigerung um 36%. Das ist postrealistisches Zeitalter, ist das, wo Sie angekommen sind inzwischen. Und es gibt auch Unterschiede bei den Bundesländern. Mein Heimatland Bayern, da ist die Welt ein ganz Stück in Ordnung. Eine überdurchschnittliche Steigerung um 54%. Nordrhein-Westfalen hingegen eine unterdurchschnittliche Steigerung mit lediglich 35%. Und wer behauptet, die Länder und die Kommunen seien klar, der Bund hätte ja das Geld, muss auch da Realität und Fakten führen zu einer realistischen Sicht. Steuereinnahmen des Bundes, ja, in diesem Zeitraum um 45% gestiegen, das ist richtig, erheblicher Zuwachs, wirtschaftlich starke Situation. Aber die Einnahmen der Länder sind um 51% gestiegen und die Einnahmen der Kommunen sind sogar um 53% gestiegen. Und deswegen ist es nicht eine Frage primär der Steuereinnahmen, der Einnahmen der jeweiligen Ebene, sondern es ist eine Frage des politischen Willens und der Prioritätensetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Zahlen beweisen auch, dass dieses ewige, ständige Geschrei des linken Blocks hier im Haus, der Bund müsse endlich mal was für Bildung machen.
Und deswegen müsse das angebliche Kooperationsverbot endlich weggeräumt werden, ist nichts anderes als ideologischer Blödsinn, der mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Überhaupt nichts zu tun hat. Weil die Fakten nämlich zeigen, dass es nachweislich, materiell noch nie so viel Kooperation gab zwischen Bund und Ländern im Nachkriegsdeutschland. Die Zahlen, die der Bund zur Verfügung stellt, wo er Länderaufgaben mit übernimmt, in Milliardenumfang. Ja, habe ich schon. Zwar gute bayerische Schulden. Was wollen wir zum Ideenpapier 2018, das wir Ihnen auch gern zum Lesen und zur Ideenanreicherung zur Verfügung stellen in den nächsten Wochen, was wollen wir in der nächsten Legislatur machen? Wir werden Forschung und Bildung auch künftig stärken. Unsere Vorstellung, wir haben lange darüber diskutiert, ist zuhören. Es ist spannend. Bis 2025 wollen wir die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 3,5% des BIP steigern. Das würde in der Konsequenz heißen, für die nächste Legislatur einen zusätzlichen Betrag für Forschung rein im Bundeshaushalt für die gesamte Legislatur von 8 bis 10 Milliarden Euro. Sehr geehrte Damen und Herren. Der zweite prägende Baustein war in den letzten 11 Jahren die massive Expansion in die Breite. Und Herr Lenkert, wenn Sie hier das Szenario malen, nur Spitze und keine Breite, dann ist es wieder jeglicher Realität. Dann kennen Sie schlichtweg die Fakten nicht. Die Zahlen belegen es. Bei den Beschäftigten, bei den Studierenden. Wir haben seit 2005 einen Zuwachs bei den Studierenden in Deutschland um 40%. Von 1,9 auf 2,7 Millionen Anwuchs. Wir haben bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern an den Hochschulen einen Zuwachs in dieser Zeit um 60%. Und das in der Breite des Landes, nicht bei den paar wenigen Existenzuniversitäten. Wir haben bei der Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter an außeruniversitären Forschungseinrichtungen im selben Zeitraum 42% Zuwachs. Und dieser Zuwachs in der Breite unseres Landes wäre nie und nimmer möglich gewesen, und wiederum Kooperation, wenn der Bund nicht mit Milliarden Geldern unterstützt hätte in den letzten Jahren. Was wollen wir in den nächsten Jahren machen? Der Hochschulpakt läuft 2020 aus, und künftig kann es nicht mehr darum gehen, dass mit Bundesmitteln neue Studienplätze finanziert werden, sondern die frei werdenden Mittel müssen anderweitig verwendet werden. Erstens, Qualität statt Quantität an den Hochschulen. Das ist Motto 1. Zweitens, wir wollen einem dem Tenure-Track-Programm für die Universitäten analoges Programm für die Fachhochschulen. Dritter Punkt. Ein Teil der Gelder muss umgeschichtet werden zur Stärkung der beruflichen Bildung. Wer von Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung redet und die einen mit Milliarden unterstützt und zu der anderen sagt, ihr kriegt noch ein paar Krümel ab, der meint das nicht ernst, so geht das nicht. Und deswegen muss man da auch klar Kante beziehen und muss sagen, was macht man mit den zeitlich befristeten Geldern, die in den Hochschulpakt gelaufen sind, wenn der ausläuft, mit den frei werdenden Geldern. Sehr geehrte Damen und Herren, dritter prägender Baustein war die Exzellenz, weil wir Exzellenz brauchen. Ohne wissenschaftliche Spitzenleistung gibt es keinen Wohlstand. Ohne führende Hochschulen wie Harvard, MIT, Stanford, GAPS, Facebook, Google und viele andere Unternehmen in den USA nicht. Und deswegen braucht auch Deutschland eine wissenschaftliche Breite, ja, aber sie braucht auch die wissenschaftliche Spitze, wenn wir den Wohlstand in Deutschland sichern und erhalten wollen, sehr geehrte Damen und Herren. Das außerdem. Mit der Exzellenzinitiative haben wir 2005 eine Dynamik angestoßen, und trotzdem stellen wir 2016 fest, dass keine deutsche Universität bei den namhaften weltweiten Rankings unter den ersten 40 Plätzen ist. Lediglich die Max-Planck-Gesellschaft als außeruniversitäre Forschungseinrichtung spielt vorne, ganz vorne in der Weltspitze mit. Und deswegen war es richtig, die zeitlich befristete Exzellenzinitiative zu dauerhaften Exzellenzstrategie weiterzuentwickeln. Deswegen war es richtig, dass wir 2009 die Alexander-von-Humboldt-Professuren eingerichtet haben und viele andere weitere Maßnahmen. Was heißt es für die nächste Legislatur? Nur um wenige Punkte zu nennen. Wir brauchen weitere Formate, um diese Exzellenz, diese weltweite Spitzenstellung auszubauen oder an der Weltspitze mitzumarschieren. Und bestehende Formate müssen gestärkt werden. Deswegen wollen wir die AVH-Professuren verdoppeln. Wir unterstützen die Einrichtung von Max-Planck-Schools.
Wir wollen ein Spitzeninstitut zur Entwicklung von Algorithmen in gemeinsamer Trägerschaft mehrerer außeruniversitärer und universitärer Einrichtungen, um nur drei Beispiele zu nennen, wo wir glauben, dass wir zusätzliche Formate brauchen, um in den einzelnen Fachbereichen auch an der Weltspitze dabei zu sein. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, es gab eine Befragung der britischen Regierung mit der Frage, welches Land bietet jungen Menschen die meisten Chancen? Und wir erinnern uns an die Situation vor 10 Jahren, 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, Jugendarbeitslosigkeit war 15%. Wir haben die Jugendarbeitslosigkeit inzwischen im Jahr 2016 auf 6% gesenkt. Und bei der Frage, welches Land bietet die meisten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, bei Freiheit, demokratische Teilhabe, Bildungssystem, Aufstiegsmöglichkeiten, hat Deutschland den Platz Nummer 1 erreicht bei dieser Befragung. Und das hat mit unseren Menschen zu tun in dem Land, sehr geehrte Damen und Herren, aber das hat sehr wohl auch mit dem zu tun, was wir politisch machen, aber auch bildungspolitisch machen, hier in diesem Hause. Und darauf können wir stolz sein. Dankeschön. Der Kollege Martin Rapp.